Hallo Golem. Hallo Magier. Schön, einen potenziellen Freund vom gleichen Schlage zu treffen. Endlich seid ihr gekommen. Diese Spinnen haben mich langsam nervös gedacht. Erlaubt mir, diese Türen für euch zu öffnen. Los, Dicker, geht und öffnet die Türen jetzt, dummes Dingy. Jetzt werde ich so vertraut darauf, dass ihr vorbereitet seid. Euer Blut riecht aber sehr einladend. Narren, die Herrin wusste, dass ihr kommt. Kämpft und wisse, dass ihr für nichts sterbt. Oh! Helmschreck. Schön, einen potenziellen Freund von Nein, bleib zurück. Eine Stabschleuder. Ja, der Golem ist leicht nützlich, aber er steht halt doof herum und ist weg, weil ja, Herdyspot ist. Ah, ein Sterblicher. Gag. Euer Blut riecht aber sehr einladend. Also kommt, renne euer Verderben. Wagt es, das Heiligtums zu riechen? Ich denke nicht. Ist jetzt die gute Frage. Ist er da unten irgendwo? Oh, hier gibt's Wächter-Golems. Bei Tormi, eure Stunde wird verfallen. Ja, natürlich. Nachdem ihr den Vampir besiegt habt, hat er sich in seinen Sack zurückgezogen. Wenn ihr über einen Holzflug verfügt, könnt ihr versuchen, ihn zu töten. So. Ihr schließt den Holzflug durch das Fensterherz des Vampirs. Diese Kreatur wird sich nie wieder vom Blut anderer Wesen ernähren. Ich bin mir sicher, dass alle erdenklichen Arten von Mausefallen dort im Dunkeln nur auf unsere hineintappenden Zehen warten. Gut. Das heißt, wir haben ein Ding verloren. Oh, ein Stabstreitkolben. Das ist natürlich schick, dass wir so einen nochmal finden. So einen hier. Den kriegt dann Eri. Mit dem hat sie immerhin einen ETW von 12. Wow. Aber immer noch besser als... Wo zur Hölle habe ich ihn hingepackt? Ah. Ein ETW von 13. Außerdem hat er ja noch bessere Effekte. Zum Beispiel macht er, glaube ich, mehr Schaden. Ja. So, Level-Up für Yoshimo. Ich entsinne mich. Ich sagte ja, wir sind kurz vor seinem Level-Up. Stufe aufsteigen. Wieder Punkte. Gehen wir mal wieder 10 in Illusionen entdecken. Ah. Fallen finden und entschärfen. Einverstanden. Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet, wie viele Lebenspunkte er gekriegt hat, aber ist ja auch egal. Hauptsache, es waren die maximalen. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Ah. Die Dienerin der schon unterwegs. Das führt mich an, mein Freund. Sis. Euer Wunsch ist mein Ziel. Das Gute ist auf unserer Seite. Du warst eh arg.
Keine große Herausforderung. So, noch ein Vampir. Der Vampir ist endgültig tot. Es gibt hier nichts mehr zu tun. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt frohlocket. Ja. Okay. Was hat das nochmal mit dem Blutbecken auf sich? Muss ich jetzt gerade mal herausfinden. Fragt nur, was möchtet ihr? Der Tümpel ist offensichtlich mit Blut gefüllt. Wenn ihr es tatsächlich wagen wollt, könnt ihr hineinsteigen. Ihr wartet vorsichtig in den Bluttümpel und nach einiger Tasten findet ihr einen Streitkörper im Grund des Tümpels. Durch das Bild fühlt ihr euch jedoch unwohl. 10 Schaden, aber wir haben einen Streitkolben. Ein Streitkolben der Zerschlagung. Ah. Das ist ein Anti-Untoten-Streitkolben. Also wenn ich damit einen Untoten haue... Rettungswurf, minus 4 gegen Tod. Ah, das ist ja nicht ganz so toll. Aber ich kann es mal probieren. 2 bis 12 Schaden ist jedoch ziemlich stark. Erzählt mir mehr davon. Die Sache ist die, ich weiß halt nicht mehr, wie lange die Untoten, die Vampire brauchen, bis sie wieder auferstehen. Wenn bestimmte Vampire überhaupt wieder auferstehen würden. Ah, zur Not neue Flöcke. Ja? So, der Yoshimo ist bereit. Noch ein paar Flöcke. Komm, ein bisschen Überschuss kannst du nehmen. 4 reichen bei mir mal. Ich habe so das Gefühl, dass da ist der Ausgang. Durch die Tür, die wir eigentlich nicht nehmen können. Ja. Ich denke, ich bin so. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Ja, was immer ihr wünscht. Das heißt, wir können hier Quickload machen. Ich finde es immer lustig, wie wir, durch Türen gehen können, die wir eigentlich gar nicht, die gar nicht offen sind. So, hier wäre eigentlich noch ein Sarg. Ich warte nun gut. Ein junger Vampir. Was immer ihr wünscht. Ja, hoher Ghoul stirbt. Sag aber bloß, es macht keine Erfahrungspunkte. Junger Vampir und Tote zerstört. Ach ne, hier. Für den Ghoul. Da geht's runter, da wollen wir allerdings noch nicht hin. Fragt, wenn ihr es wollt. Gucken wir noch mal kurz, ob ich jetzt hier einen weiteren Schwertgriff habe. Nö. So wie es aussieht, geht das nur bei Vampiren, die einen Namen haben. Die jungen Vampire, die scheinen sich einfach aufzulösen. Ich kriege ja auch Erfahrungspunkte für sie, wenn ich sie... Ah, hi. Du bist ein junger Vampir und du bist... Eure Stunde wird noch kommen. Schon
nicht. Oh. Ich bin bereit. Ich warte. Das macht Spaß, was, Bo? Incredibio! Wenn es das ist, was wir wollen. Ja. So, die kann ich jetzt aber sicherlich ja töten, oder? Nö. Das hier war, wie gesagt, das Zimmer, was für mich vorgesehen war. Hier oben ist nur ein Blutpool. Ich bin so. In dieser fürchterlichen Folterkammer sticht zuerst der blutverkrustete Abfluss in der Mitte des Raumes ins Auge. Der Fußboden ist mit grausamen Stacheln überzogen. Offenbar werden die Opfer auf diese Stacheln gedrückt, um hier zu verbluten. Das Blut fließt dann in den Abfluss. Warum es auf diese Weise gesammelt wird, bleibt euch ein Rätsel. Könnte sich bitte jemand um meine Wunden? Ich denke, ich bin soweit. Zum Glück habe ich einen Quicksave kurz vorher gemacht. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Okay. Kann ich die Falle nicht entdecken? Ha. Keine große Herausforderung. Sich bitte jemand um meine Wunden kümmern. Ach, die Falle scheint auch random zu sein. Okay, die Blutgrube hat eh nichts Wichtiges. Ich war keine große. Das heißt, wir gehen jetzt ins untere Heiligtum. Ja. Vita, Mortis, aber. Vita, Mortis, Kaya. Vita, Mortis, Kaya. Ein kleines bisschen. Vita, Mortis, Kaya. So. Nun gut. Also abwärts. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor. Da geht's runter, Yoshimo. Und ab hier könnt's böse werden. Es ist zum Glück nicht groß. Ich denke, ich bin soweit. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Hi. Ich warte. Eure Stunde. Gin beschwören. Den Zauber haben wir bereits. Oh, der Behälter ist voll. Wir haben vergessen, da Zeug zu verkaufen. Ja, wenn ihr es wollt.